Der nächste Redner ist ebenfalls von der Volkspartei, Manfred Hofinger. Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte am Anfang ganz kurz auf die Kollegin Karin Doppelbauer replizieren, die ich ja sehr schätze. Aber Sie haben da gesagt, dass die Gemeindemittel, die Steuermittel, die die Gemeinden zur Verwendung haben, nicht transparent eingesetzt werden. Das möchte ich wirklich zurückweisen. Gerade die Gemeindebudgets sind sehr genau kontrolliert, haben einen eigenen Finanzprüfungsausschuss, werden von den Behörden kontrolliert. Folgedessen lasse ich das so nicht stehen. Ich glaube, alle Gemeinden gemeinsam mit den Gemeinderäten und Bürgermeistern setzen das Geld sehr wohl sehr vernünftig ein. Ja, liebe Österreicherinnen und Österreicher, eine Frage: Wer organisiert, glauben Sie, den Winterdienst bei Ihnen zu Hause oder sorgt sich dafür, dass Ihre Kinder von zu Hause für den Kindergarten oder Volksschule abgeholt werden? Wer baut und betreibt Kindergärten und Volksschulen? Wer organisiert den Straßenbau, Abwasserentsorgung und so weiter und so fort? Oder in der neuesten Zeit, wer organisiert Impfkampagnen oder Teststraßen? Es sind unsere Gemeinden mit ganz, ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit vielen freiwilligen Funktionären, mit den Bürgermeistern. Sie leisten eine hervorragende Arbeit und herzlichen Dank dafür. Wir haben ein sehr gutes föderales System in Österreich. Auf das können wir wirklich sehr, sehr stolz sein. Da braucht es aber auch Geld dazu. Welches Geld wird dafür verwendet? Steuereinnahmen des Staates. Und wie viel bekommt jede Gemeinde? Das ist genau im Finanzausgleichsgesetz 2017 festgelegt. Es ist ein sehr komplexes Werk, wo jede Gemeinde genau weiß, wie viel sie an Steuermitteln pro Einwohner für die Gemeinde bekommt. Und dieses Werk schreiben wir für 2 Jahre fort, bis 2023. Und es ist ganz, ganz wesentlich, vor allem in der momentanen Situation, in der Corona-Zeit, ist es ganz wichtig für die Gemeinden, dass sie wirklich Planungssicherheit haben, vor allem in finanziellen Bereichen. Und ich glaube, dass wir das wirklich gut machen. Und dazu möchte ich auch einen Abänderungsantrag einbringen. Und zwar folgender Abänderungsantrag der Abgeordneten Karl-Heinz Kopf, Dr. Elisabeth Götze, Kolleginnen und Kollegen. Zum Bericht des Finanzausschusses 1309 der Beilegung betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Pflegefondsgesetz, das Gesundheitszielsteuerungsgesetz und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden. 1295 der Beilagen. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der im Titel bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. Im Artikel 1 wird die bisherige Novellierungsanordnung mit erstens bezeichnet. Folgende neue Novellierungsanordnungen 2 werden angefügt. Zweitens, nach § 10 Absatz 4a wird folgende Absatz 4b eingefügt. Vor der länderweisen Verteilung ist den Ertragsanteilen der Gemeinden bei den Einkommensteuer für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 275 Millionen Euro hinzuzurechnen. Ja, dieser Abänderungsantrag macht das, was der Ministerrat beschlossen hat, dass wir ein drittes Gemeindepaket auf die Schiene bringen. Ich möchte schon sagen, dass die Regierung und die Regierungsfraktionen wirklich die Gemeinden ganz ein wesentliches Anliegen sind. Und wir haben in der Vergangenheit, Herr Kohlroß, Kollege Kohlroß, mit Augenmaß und situationsabhängig von der Corona-Pandemie, die ja niemand weiß, wie sie weitergeht, immer gesetzt, und zwar das erste Paket des Kommunalen Investitionsgesetzes 2020 mit 1 Milliarde Euro, wo man gemeinsam mit den Gemeinden die regionale Wirtschaft angekurbelt hat. Und das zweite Paket im vergangenen Jahr, wo wir vor allem die strukturschwachen Gemeinden gefördert haben. Und es freut mich als Kommunalsprecher sehr, dass es gestern im Ministerrat das dritte kommunale Investitionspaket vorgestellt worden ist, das eine Erhöhung der Ertragsanteile von 275 Millionen Euro beinhaltet. Die Gemeinden sind auch für die Spitalsfinanzierung zuständig. Hier den Ausgleich von 750 Millionen Euro auch enthält. Und für den Beitrag der Gemeinden, vor allem für die Geringverdiener bei der ökologischen Steuerreform, schaffen wir auch hier einen Ausgleich bis 2025.
Das dritte Gemeindepaket umfasst 1,9 Milliarden Euro. Einen herzlichen Dank dafür. Und es freut mich als Kommunalsprecher und als Vertreter vieler Bürgermeister besonders, dass unsere Bedürfnisse und unsere Forderungen so schnell nachgekommen worden ist. Und ich bedanke mich hier besonders bei unserem Bundeskanzler Karl Nehammer, bei unserem Finanzminister Magnus Brunner, bei unserem Clubobmann, bei unseren Koalitionspartnern mit der Kommunalsprecherin Elisabeth Götze. Und wir lassen unsere Gemeinden nicht im Stich. Herzlichen Dank. Gerade in Zeiten der Corona-Krise würden die Gemeinden Planungssicherheit brauchen. Diese sei mit dem Finanzausgleich gewährleistet, betont Manfred Hofinger von der ÖVP.